Leben, Sterben, Weiterleben. Willkommen, ihr Lieben, zur nächsten Folge. Und heute freue ich mich ganz besonders, denn ich habe Besuch aus Erlangen. Liebe Jeanette, sei mir ganz herzlich willkommen. Schön, dass du den Weg hierher gefunden hast und du hast ein ganz spannendes Thema mitgebracht. Aber eins nach dem anderen. Vielleicht stellst du dich ganz kurz unseren Zuschauern ein kleines bisschen vor und dann steigen wir auch voll ein. Sehr gerne. Ja, danke, dass ich heute da sein darf. Mein Name ist Jeanette Ludwig Zeiler. Ich bin Transformationstherapeutin nach Robert Beetz mit großer Freude und mit großer Begeisterung. Und ich bin auch Sozialpädagogin und arbeite in dem Bereich. Und ja, zusätzlich bin ich noch Mutter von 3 Kindern und habe eine Menge spannende Erfahrungen in meinem Leben gemacht, die mich auch letztendlich dazu gebracht haben, jetzt als Therapeutin und Coach tätig zu sein. Und davon wollen wir heute berichten. Prima. Mhm. Vielleicht steigen wir gleich mit deiner Geschichte ein, die mich dazu bewogen hat, dich einzuladen. Und das ist eine ganz, ganz persönliche Geschichte. Es geht darum, wie deine Mutter ihren letzten Weg gegangen ist. Magst du uns diese Geschichte ein klein wenig genauer erzählen? Mhm, genau. Also es geht in dieser Geschichte um die Chance und das Geschenk des letzten Augenblicks. Und der wurde in meinem Leben dadurch ausgelöst, dass meine Mutter, die 1936 geboren ist, also zu dieser typischen Kriegsgeneration gehört, eine Diagnose bekommen hat, die nennt sich ALS, also eine sehr gravierende Diagnose, die sozusagen in dem Moment, wo man die Nachricht bekommt, den Tod sozusagen vor Augen führt und man weiß, man hat ab diesem Datum eine begrenzte Zeit zur Verfügung. Und es ging in unserer Familie dann darum, mit dieser Situation und mit diesem nahenden Tod umzugehen. Du bist ja jetzt schon ganz schön vorgeprescht, aber lass uns doch jetzt erstmal so eine ganz kleine Kurve machen. Und zwar erzähl uns doch mal, wie ist dieses Thema denn überhaupt zu dir gekommen? Also das Thema Kommunikation, eine wahrhaftige Kommunikation, die wirklich auch die Herzen berührt und nicht einfach oberflächlich ist, die hat schon immer in meinem Leben eine große Rolle gespielt. Also schon in sehr jungen Jahren erinnere ich mich daran, dass die Gespräche mir am meisten im Herzen geblieben sind oder in Erinnerung geblieben sind, wo ich mit Leuten wirklich Erfahrungen übers Leben ausgetauscht habe. Das geht oft ganz schnell, man trifft sich in einem ganz unkomplizierten, einfachen, lockeren Rahmen und kommt ins Gespräch und man merkt dann schon so ganz schnell, dass die Leute beginnen, von ihrem Leben zu erzählen, von ihren Erfahrungen zu erzählen. Und das ist dann so eine Kommunikation, wo man sagt, ja, da ist was hängen geblieben. Und viele, viele Jahre später habe ich mich dann oft noch an diese Geschichten erinnert. Ich wusste schon gar nicht mehr den Namen und so weiter, aber ich wusste die kleinsten Details aus der Biografie und was die Leute bewegt hat. Und also dieses Thema begleitet mich schon sehr lange. Und das Der zweite große Baustein in meinem Leben war, ich bin aus Grundberuf Physiotherapeut, also Krankengymnast, habe dort mit sehr vielen Patienten gearbeitet und habe immer gemerkt, wenn die bei mir auf der Liege lagen oder saßen und eigentlich ihre Symptome, ihre Krankheitssymptome am Körper, Muskeln, Gelenke behandelt haben wollten und es weghaben wollten, dass das gar nicht möglich war auf diese physiologische Weise, weil der Schmerz und die Krankheit eigentlich in der Seele war. Und das ist mir in diesen vielen Jahren so bewusst geworden, dass die Seele über den Körper spricht, was ja mittlerweile auch sehr bekannt ist, was wir alle wissen jetzt, wenn wir uns näher damit auseinandersetzen. Aber schon damals, vor 20, 25 Jahren, war mir das ein großes Bedürfnis, mit diesen Menschen einfach zu sprechen. Ja? Was belastet dich? Was? Und ganz oft kam dann raus, dass hinter der Narbe, die am Körper war, eigentlich die Narbe in der Seele zu Hause war. Was weiß ich, Beispiel die Frau mit Brustkrebs, die zu Hause einfach einen alkoholkranken Mann hatte, von dem sie sich nur ganz schwer lösen konnte und so weiter. Also da hat sich das schon die ganze Zeit durchgezogen und in mir ist dann auch so ein Widerstand entstanden, einfach nur über diese körperliche Ebene sozusagen die Seele heilen zu wollen. Das ging einfach für mich dann nicht mehr und deswegen habe ich auch dann beruflich diesen Wechsel gemacht. Ja, und die dritte große Säule in meinem Leben war, dass ich ein Nachkriegsenkel im Prinzip bin. Ja, meine Mutter ein Kriegskind und diese Generation, 1936 geboren, hatte ich ja schon gesagt, die hat einfach auch so diese wahrhaftige Kommunikation nicht gelernt. Ja, weil da wurde sehr viel totgeschwiegen. Das ist ja auch geschichtlich begründet durch den Krieg und die fürchterlichen traumatischen Erlebnisse. Und diese Generation hat einfach einen ganz anderen Umgang mit Kommunikation gehabt. Sehr angstbesetzt, sehr demütig, sehr klein. Und in meiner gesamten Kindheit sozusagen war sehr viel Angst und sehr viel vermeidende Kommunikation einfach. Ja. Und
es zieht sich aber bis heute durch. Die Menschheit hat sich weiterentwickelt, die hat sich auch in den Herzen mehr geöffnet, ist mutiger geworden. Und dennoch fällt mir immer wieder auf, dass es einen großen Unterschied zwischen der sogenannten normalen Kommunikation gibt und dieser wahrhaftigen, tabulosen, direkten Kommunikation. Ja? Und also nur mal ein Beispiel, so eine normale Kommunikation, die kennt jeder von uns, man kann es auch als Smalltalk bezeichnen. Man kann über das Wetter reden, über das Essen reden, man kann über am besten auch noch über die Nachbarn oder über andere Menschen reden. Das ist eine Kommunikation, aber es ist alles vermeidend. Ja? Es verhindert in jedem Fall, dass man sich wahrhaftig begegnet. Und dann gibt es aber das, wo es wirklich ans Eingemachte geht. Und da haben viele, viele Menschen noch Angst davor, Angst vor der Wahrheit. Angst, jemanden zu nahe zu treten, wenn sie mal Fragen hinter der Kulisse fragen. Ja. Einfach auch Angst, Gefühle hochzuholen, mit denen dann beide nicht umgehen können, die einfach unangenehm sind oder Befindlichkeiten. Und so ist immer noch sehr viel Vermeidung von wahrhaftiger Begegnung unter uns Menschen. Und das finde ich bis heute sehr, sehr schade. Und mittlerweile ist es so, dass oft etwas Schlimmes erst geschehen muss, also eine Krankheit oder irgendein Schicksalsschlag, der dann die Menschen dazu bringt, wirklich mal zu versuchen, zumindest anders zusammenzureden. Ob es gelingt, ist eine zweite Sache. Also der Wille ist bei vielen Menschen mittlerweile da, aber an der Umsetzung mangelt es immer noch. Wie entsteht denn dann die wahrhaftige Kommunikation? Ja, also um nochmal auszuholen, es gibt die vermeidende Kommunikation, um nochmal darauf zurückzukommen, liegt oft auch in der Projektion, dass man sagt, also ich kann ja mit diesen Menschen nicht reden, es liegt an ihm, er ist nicht offen, er spricht nicht, er öffnet sich nicht, ich versuche ja alles. Und in so einer Situation darf man sich einfach mal fragen, jetzt zu deiner Frage, wie entsteht sowas, was trage ich dazu bei, was tue ich, um wahrhaftig zu kommunizieren? Bin ich wirklich offen? Bin ich wirklich bereit, auch von mir zu erzählen? Bin ich bereit, dem anderen wirklich zuzuhören? Fragen zu stellen? Eine direkte Frage zu stellen? Und dann kommt natürlich die Frage, ja, was frage ich? Ja? Ja. Und dann kann ich natürlich sagen, was würde mich selber freuen, wenn es mich jemand fragt? Ja? Oder kenne ich eigentlich diesen Menschen, ob er mir jetzt nahe steht oder nicht nahe steht, kenne ich diesen Menschen wirklich, von dem ich glaube, dass ich ihn kenne? Also ich habe da hier mir mal ein paar Fragen zum Beispiel aufgestellt. Es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Hilfsmittel, muss man sagen. Also in dem Moment, wo man merkt, ich bin jetzt bereit, ich möchte mich öffnen, ich möchte den anderen Menschen wirklich kennenlernen, dann muss man nicht sich alles dasselbe ausdenken, sondern man kann sich Hilfsmittel dazu holen. Es gibt mittlerweile viele Fragebücher, erzähl mal, Mama, Papa, erzähl mal, gibt es zum Beispiel Freunde, erzähl mal. Es gibt ja viele Fragebücher, die man sich dazu holen kann. Und wenn man sich mal in Ruhe und Stille verbindet, dann kommen auch die Sachen, die einen wirklich interessieren. Ja, also nur mal ein Beispiel, jemanden zu fragen, wer bist du eigentlich so als Mensch, als Tochter, als Kollege, als Geschwisterteil, wer bist du eigentlich? In den Rollen drin. In den Rollen. Oder wie fühlst du dich, wenn du allein bist zum Beispiel? Ja? Aber wir wollten ja ursprünglich davon erzählen, zu den Fragen können wir noch kommen, wie es dazu kam, dass ich sozusagen mit dieser wahrhaftigen Kommunikation dann nochmal so herausgefordert und auch so damit konfrontiert wurde. Ja. Und es war einfach diese Krankheit, amyotrophe Lateralsklerose, die ja auch bekannt ist. Das ist eine Krankheit, bei der sämtliche Muskeln, Nerven am Körper ihre Arbeit nach und nach aufgeben, in der Regel in der Zeit zwischen 2 und 5 Jahren. Und die Menschen sind bei vollem geistigen Bewusstsein. Und das Letzte, was sie dann verlieren, ist die Atmungsorgane sozusagen und auch die Sprache. Und letztendlich können die dann nur noch mit den Augen kommunizieren bei vollem Bewusstsein. Ja. Also diese Diagnose, die lässt auch keine Ablenkung zu durch einen potenziellen Heilungsversuch, wie das oft bei anderen Krankheiten ist, wo man erstmal eine Therapie machen kann und so weiter. Oder Chemotherapie, was auch immer alles gibt, ja. Medikamentös, es gibt gar nichts. Also man wird vom ersten Moment an damit konfrontiert, dem Tod ins Auge zu schauen. Und so war das auch in unserer Familie. Also in dem Fall war es jetzt meine Mutter, aber es lässt sich auch auf Freunde, auf alles übertragen. Ich hatte eine sehr gute symbiotische Beziehung zu meiner Mutter. Wir haben viel geredet zu Lebzeiten schon und dennoch war dann der Moment des Todes, also als wir dann vor dem Arzt saßen, ich im 7. Monat schwanger mit dem 2. Kind, eigentlich auf Freude, auf Leben eingestellt und dann plötzlich diese Diagnose und
dann sofort Impuls her die Frage von mir, wie lange noch? Mhm. Und der Arzt sagte dann ja zwischen 2-3 Jahre maximal. Ja, und dann geht man mit so einer Diagnose nach Hause und sagt, was machen wir jetzt damit? So. Und natürlich, Sterbeprozess, der in dem Moment ja unfreiwillig begonnen hat, hat so seine Phasen. Am Anfang verdrängt man natürlich, ist traurig, flüchtet sich in alle möglichen Therapien, die es halt gibt oder alles Mögliche, bis man es irgendwann dann annimmt. Ja, und dann war der Augenblick da, wo wir da saßen. Meine Mutter in ihrem Sessel, ich daneben, alles ausgereizt, alles gemacht. Und dann hat man so das Gefühl, also wenn wir jetzt nur noch diese begrenzte Zeit haben, wissen wir eigentlich alles voneinander. Und dann ging es richtig ans Eingemachte. Ja? Dann habe ich also wirklich Tag für Tag mit Zeit, mit Ruhe begonnen, wirklich zu fragen, was geht in dir vor? Was hast du erlebt in deinem Leben? Was möchtest du mir noch mitteilen? Also das ist eine unzählige Vielfalt von Fragen, die einfach, kann man jetzt nicht pauschal vorgeben, die einfach individuell fließen, wenn man da sitzt, wenn man sich wirklich öffnet. Jedes Leben ist ja auch anders. Jedes Leben ist anders, genau. Also das ist ein schönes Beispiel, was du uns jetzt gerade hier erzählst, wo wir aber daraus lernen können, wenn wir in einer ähnlich gelagerten Situation sind, sei es nun so lange, wie es bei euch war, oder auch mal kürzer. Es kann ja auch mal sein, dass wir wissen, wir kommen ins Krankenhaus und der Mensch wird bald sterben. Ja. Bald in Anführungsstrichen, das kann heute sein, morgen, nächste Woche, nächsten Monat. Und dass wir trotzdem dann mit ihm wahrhaftig kommunizieren. Ja, das ist sehr schön, dass du das jetzt hier ansprichst, weil wir natürlich auch die Erfahrung gemacht haben, dass Menschen auf uns zukamen und dann gesagt haben, ja, das wird schon wieder und da muss man halt jetzt durch. Und also dieses gesellschaftlich anerkannte Belügen. Ja, genau. Und das ist ja genau einer der Punkte, den wir hier in unserem Kongress ganz bewusst besprechen, dass das ein No-Go ist, sondern wir möchten gerne, dass wahrhaftig darüber gesprochen wird. Mhm. Denn die Menschen, die gehen, wissen genau, was los ist. Und die wissen auch genau, dass sie belogen werden. Hm. Und das ist in meinen Augen, ja, es geht einfach nicht. Hm. Und viele Menschen haben einfach Angst, wirklich Dinge anzusprechen, die ihnen wichtig sind. Sie fragen, Mama oder Papa oder Freund oder, man kann das jetzt auf alles beziehen. Wie ging es dir eigentlich damals, als du klein warst? Wie hast du dich gefühlt? Oder im Falle meiner Mutter, wie ging es dir, als du wusstest, du bist mit mir schwanger und ich war dann auf der Welt und wie waren die ersten Jahre mit dir? Wie ging es dir mit meinem Vater? Und diese ganzen Punkte, ja, einfach mal anzusprechen, haben viele Menschen so Angst davor. Und auch Angst, beim anderen etwas auszulösen. Aber wenn man es nicht anspricht, wenn man sich mit diesen Floskeln belügt, verletzt man viel mehr. Sich selbst und den anderen. Ganz genau, ja. Also es war zutiefst demütigend einfach auch dann, die Leute haben einen angeschaut, man hat in den Augen gesehen, die wussten, dass der Tod vor Augen steht, dass sie hier einen Menschen vor sich haben, der keine Chance mehr hat. Und dennoch wurde gesagt, das wird schon wieder und ist ja alles nicht so schlimm und muss man das Beste draus machen. Und das, da finde ich, das ist so eine vertane Chance. Eine Chance vertan. Du hast das gerade so schön berichtet, dass ihr euch unterhalten habt, weil ihr genug Zeit hattet. Mhm. Auch wie war das, als du mit mir schwanger warst oder in der Kindheit? Mhm. Wenn die Zeit ein bisschen pressiert, dann wenigstens so ehrlich zu sein, hey, was kann ich jetzt noch für dich tun? Ja. Dass man zum Beispiel auch in die Vergebungsarbeit geht, ganz wichtig. Was kannst du mir vergeben und was kann ich dir noch vergeben, bevor du rübergehst, damit du in Frieden den Wechsel vollziehen kannst? Mhm. Genau, du sagst ja auch was sehr Schönes, weil diese wahrhaftige, tiefe Kommunikation ist natürlich auch ein Austausch von dem, was in einem vorgeht. Ja? Dass man auch sagt, Mama, damals, was da zwischen uns war, im Alter so und so, das fand ich nicht sehr schön, was da zwischen uns gelaufen ist. Mhm. Aber heute weiß ich, es war für mich gut und ich konnte daraus was lernen und es hat uns letztendlich verbunden. Also du sollst wissen, ich bin dir nicht böse dafür und ich vergebe dir, also da ist ganz viel Nähe und ganz viel möglich auch. Mhm. Und zum Beispiel auch zu sagen, auch die eigenen Gefühle zuzugeben. Also ich habe zum Beispiel auch gesagt, ich habe so Angst, wie wird mein Leben werden, wenn du nicht mehr da bist, als Ansprechpartner für mich. Ja. Und damit auch Tür und Tor zu öffnen, um zu sehen, ob die eigenen Projektionen, die eigenen Gedanken, was man glaubt, dass der andere denkt, wirklich wahr ist. Oft ist das nämlich nicht der Fall. Ist es nicht der Fall. Was ganz anderes, was vollständig anderes. Ja, 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 ja. Ja, genau. Zum Beispiel, das wird aber erst zugelassen, wenn wir wahrhaftig kommunizieren. Absolut, genau. Und zum Beispiel dann habe ich dann gesagt, eben, dass ich sehr große Angst davor habe. Meine Mutter dann meinte,
Du, aber ich, wenn ich mir jetzt recht überlege, ich sterbe gar nicht so ungern. Ich habe das Gefühl, mein Leben ist gelebt, ich habe vieles gemacht. Natürlich wäre es schön, es wären noch ein paar Jahre gewesen, aber es ist für mich auch okay, jetzt zu gehen. Und diese Antwort hätte ich nie bekommen, wenn ich mich nicht so wahrhaftig geöffnet hätte und auch gesagt hätte, ich habe Angst, dich zu verlieren. Und ja, also da ist auch, da geht auch eine große Kraft draus hervor, wenn man sich wirklich öffnet, wenn man wirklich die Themen anspricht, die einen bewegen. Natürlich Schritt für Schritt, ne? Das geht nicht in 2 Stunden, es geht über Tage, über Wochen, immer wieder, angebahnt und so weiter. Und die Kraft, die auch daraus hervorgeht. Mhm. Ja, also auch dem anderen die Chance zu geben, ehrlich zu sprechen. Weil es ist ja nicht nur so, dass wir Angst haben, den Sterbenden sozusagen wahrhaftig anzusprechen. Der hat auch Angst, uns was zu sagen. Ja? Also der hat ja auch Angst davor zu sagen, du, eigentlich gehe ich gerne. Könnte ja sein, das Gegenüber reagiert dann, wie jetzt? Du willst uns verlassen und das macht dir gar nichts aus. Also das ist ja auf Gegenseitigkeit oft. Ja? Also das entlastet auch den, der gehen muss, sozusagen, wenn man ihm die Chance gibt, ehrlich zu sagen, was in ihm vorgeht. Und das ist ja auch ein Punkt, gerade so wie du es gesagt hast, wenn deine Mutter sagt, ja, es ist okay für mich, da hättest du wahrscheinlich gar nicht mit gerechnet, dass sie halt spürt, dass, ja, ich bin fertig hier jetzt mit diesem Lehrgang. Ja. Ne, jetzt ist soweit, ich gehe nach Hause. Ja, nun möchte ich an dieser Stelle natürlich sagen, dass es ein Prozess war. Ja? Es gab natürlich am Anfang auch Gespräche, wo dann meine Mutter bitterlich geweint hat und bevor sie es annehmen konnte, bevor sie wusste, der Tod ist jetzt unumgänglich und bis sie wusste, ja, sie wird die Enkel nicht mehr in die Schule gehen sehen und so. Und auch davor braucht man keine Angst zu haben, man kann einfach gemeinsam weinen. Mhm. Dann sagt man einfach, ja, also danke, dass du es jetzt mal ausgesprochen hast und dann sitzt man einfach da, ja, sie hat keine Lösung, ich habe keine Lösung. Es steht jetzt, es ist, wie es ist. Ja, das ist ja auch eine ganz große Annahme in der Transformation. Es ist jetzt, wie es ist. Und man kann daran nichts ändern. Annehmen, was ist. Ja. Und darin kann auch viel Kraft liegen. Dann gemeinsam eben zu weinen und zu trauern, um dann im nächsten Schritt sozusagen dann gemeinsam zu merken, oh, also, die Mutter geht gar nicht so ungerne. Und die Mutter wünscht sich, wenn sie gestorben ist, dass es mir gut geht, dass ich glücklich bin. Ah, ich kann doch was tun. Ich kann den Tod nicht vermeiden, aber ich kann etwas tun. Ich kann einfach mich entscheiden, glücklich zu sein. Ja, mach damit meine Mutter glücklich. Sie kann leichter gehen. Und sie sieht es ja auch hinterher. Sie kann ja kommen, sie kann ja gucken. Das können ja alle. Das ist ja das, was so wenige Menschen eben wissen, dass wir nur an die Menschen denken brauchen, also an die verstorbenen Seelen oder an die Seelen der Verstorbenen, so müssen wir es ja richtig ausdrücken, dass die einfach dann da sind und dass wir mit denen dann auch noch kommunizieren können. Dann erst recht wahrhaftig kommunizieren. Ja, ja. Aber sie können halt in dem Moment, falls wir nicht empfänglich sind, was ja die meisten Menschen leider noch nicht sind, nicht antworten. Deswegen ist es ja so wichtig, diese wahrhaftige Kommunikation noch zu Lebzeiten zu leben. Mhm. Aber wenn wir wirklich etwas haben, wo wir so gar nicht drüber sprechen können, dann können wir das auch hinterher machen. Oder wenn es uns dann erst einfällt, ist ja auch oft so, Gott, hätte ich doch bloß noch, ne? Weil das einfach alles so schnell ging. Ja. Kein Problem, da setzen wir uns hin, rufen die Seele und reden uns alles von der Seele, wie es so schön heißt. Du sprichst da was sehr Schönes an, ja, diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Also diese lange und viele und offene Auseinandersetzung mit allen Themen, die anstanden zwischen uns. Die haben natürlich auch Bereiche geöffnet, wie zum Beispiel die Spiritualität. Also meine Mutter war jetzt keine gläubige Person, aber dadurch, dass wir so gnadenlos, ehrlich miteinander, tabulos ehrlich gesprochen haben und auch nichts verurteilt haben, was der andere sagt und denkt, unglaublicher Respekt dann auch da war, war es zum Beispiel auch möglich, dass sie in ihren letzten Stunden dann, so die letzten Monate immer gesagt hat, du, ich glaube, es ist jetzt bald soweit und ich spüre da etwas, da ist was da um mich herum. Ne? Und wenn man keine ehrliche, wahrhaftige Kommunikation hat, dann traut man sich das vielleicht oft gar nicht zu sagen. Aber für meine Mutter war das was sehr Befreiendes, sagen zu können, dass sie spürt, dass der Tod kommt und dass da schon jemand ist, der sie abholt. Ja? Wow. War was sehr Befreiendes auch. Und diese Art der Kommunikation, die wir da wirklich ausgereizt haben, muss ich schon fast sagen, bis zum Letzten, hat auch ermöglicht, dass wir nach dem Tod dann in so guten Kontakt geblieben sind. Ja? Also wir haben auch über alles Mögliche gesprochen, wenn es eine Möglichkeit gibt, uns gegenseitig zu informieren, Kontakt zu machen. Ja. Egal, was wir tun es. Und durch diese Schwingung, die da zwischen uns entstanden ist, war auch nach dem Tod möglich, dass ich ihre Botschaften verstanden habe. Wow, das ist ja ein schönes Geschenk. Ich möchte aber jetzt für alle Zuhörer, die jetzt vielleicht sagen, ja, da scheint ja eine gute
Schwingung zwischen Mutter und Tochter gewesen zu sein, das kann jeder erreichen. Ja? Also das ist jetzt nicht so, dass ich mit meiner Mutter nie Konflikte hatte. So wollte ich das jetzt damit sagen. Ja, ja? Ja. Aber durch dieses wahrhaftige Reden konnte auch vieles vergeben, wie du schon sagst, und ausgeräumt werden und so weiter. Zum Beispiel, ein kleines Beispiel, mein Bruder hatte auch, der ist 16 Jahre älter, hatte auch ein sehr enges, gutes Verhältnis, aber die Angst vor dem wahrhaftigen Sprechen war bei ihm größer. Ja. Das heißt, er hat zwar auch noch viel Zeit mit meiner Mutter verbracht, auch sehr wertschätzende, liebevolle Zeit, aber er hat nicht geredet. Hat es sich nicht so getraut. Ja? Ja. Da waren ein paar Themen, da hat er sich nicht rangetraut und ich habe es versucht anzubahnen, das konnte er dann nicht so gut annehmen. Und meine Mutter ist jetzt 11 Jahre tot und er hat bis heute diesen Tod noch nicht so verarbeitet wie ich. Mhm. Also die Trauerverarbeitung danach, nachdem ein lieber Mensch gegangen ist, egal ob das ein Freund ist, egal ob Familienmitglied, ob, ne? Die Trauerverarbeitung ist entscheidend davon abhängig, wie gut ich vorher miteinander kommuniziert habe und wie sehr ich die Chance des letzten Augenblicks genutzt habe. Auf jeden Fall. Ja, also und wie ich schon sagte, was wir gerade schon als Thema hatten, es geht unheimlich viel Kraft daraus hervor, eben danach die Kommunikation aufrechtzuerhalten. Und ich wusste zum Beispiel ganz genau, oder wir alle wussten in der Familie dann ganz genau, wie sich meine Mutter das Sterben wünscht. Und ja. War natürlich das Glück des langsamen Sterbens, hat nicht jeder. Wenn jetzt jemand einen Unfall hat und von einer Minute auf die andere, dann ist natürlich nochmal was anderes. In dem Fall war jetzt das auch als Geschenk zu sehen. Mhm. Und der Sterbeprozess an sich, dieses begleitete Sterben bei der Krankheit muss nun mal stationär stattfinden, dieses liebevolle Einschlafen hat dann auch genauso stattgefunden, wie es meine Mutter immer wollte. Und da habe ich auch gemerkt, was diese wahrhaftige Kommunikation, für die ich mir Zeit genommen habe, der ich mich gewidmet habe, was die für ein Nutzen ist jetzt kein schönes Wort, aber was die für mich im Herzen gebracht hat. Also genau, ne, ja, als Beispiel, wir saßen als Familie, 9 Familienmitglieder saßen um das Bett meiner Mutter und wir wussten drum, sie nicht festhalten zu wollen. Sie wollte ja gehen, also wir hatten einfach einen schönen Körperkontakt zu ihr und die Geräte waren da und wir waren alle ganz ruhig und Kerze an und alles sehr schön. Und in dem Moment, wo sie gegangen ist, habe ich einfach ich habe die Energie durch ihren Körper in meine Hand spüren sehen, ja, wie so ein Stromschlag war das. Ich bin so im ersten Mal ein bisschen weggezuckt und ich hatte das Gefühl, es fährt so eine Eisenbahn unterm Bett durch, so ein Rappelgeräusch. Oh, ja. Ja. Und dann ist diese Energie durch meine Hand von ihrem Körper raus und ins Universum gegangen. Und ich habe es erst in dem Moment, es war für mich was Selbstverständliches, aber ich habe es in dem Moment gar nicht als das wahrgenommen, was es war. Und habe dann nur ganz leise die anderen Familienmitglieder, habt ihr das auch gerade wahrgenommen? Und die haben es nicht wahrgenommen. Ja. Und dann ist was Wunderschönes passiert. Dieser Moment war da und wir sind alle müde geworden. Also 9 Personen an diesem Bett sind alle so ein bisschen wie eingeschlafen, müde geworden. Und nach 20 Minuten kam dann die Ärztin rein und sagte, hat sie es geschafft? Und wir... Ja, die ist vor 20 Minuten gestorben. Ja, also dann war das wirklich genau dieser Moment, der für mich auch unmittelbar wahrnehmbar war, weil ich einfach in so guten Kontakt mit ihr war. Weil wir uns das erschaffen hatten. Ja, diese Kommunikation. Es war klar, sie wollte mir damit das Zeichen geben, sie geht jetzt aus ihrem Körper, so wie wir es besprochen hatten. Ja, und ich wurde sozusagen Teil dieses Kommunikationsprozesses. Was für ein Geschenk. Es war ein Riesengeschenk, ja. Und die ersten Stunden nach der und auch Tage nach diesem Sterben, ich war glücklich. Es mag komisch klingen, aber ich war erleichtert, ich war glücklich. Es ist so verlaufen, wie wir es uns gewünscht haben alle und es war einfach schön. Und dann bin ich natürlich auch in diesen ganzen Prozess der Trauer eingetaucht, aber der fühlte sich für mich sehr gesund an. Ja. Also... Und damit kommen wir direkt zu einem ganz anderen Thema, ja, was genau damit zusammenhängt. Wenn Kinder da dabei sind, sage ich mal, für die ist das manchmal viel einfacher als für die Erwachsenen selber, weil die nämlich noch offen sind, weil die oft die Uroma schon sehen, die ja da ist, um die Oma abzuholen, oder die Engel. Und das ist ganz klar, wieso, die wurde doch abgeholt. Ja. Oder wenn die Oma später mal wiederkommt und sagt, wieso, die Oma war heute bei mir. Und die Eltern dann ja nur sagen, nein, das kann nicht sein oder so. Aber doch, die Kinder haben den Kanal. Und deswegen ist es ja auch so viel einfacher, den Kindern in den jungen Jahren zu erklären, wie das funktioniert mit dem Sterben, mit dem Tod. Und die verstehen das. Absolut, ja.
Das kann ich nur bestätigen. Also ich bin selber Mutter von drei Töchtern und die jüngste war damals dabei und die war erst 6 Jahre. Also jeder normale Schulpsychologe hätte wahrscheinlich gesagt, Wahnsinn, kann man doch nicht zumuten und so. Aber mein Gefühl, die hatte auch so eine enge Bindung zur Oma, mein Gefühl, die soll dabei sein. Und die hat es so selbstverständlich hingenommen und auch die ganzen Jahre danach einfach so einen selbstverständlichen Umgang mit Sterben, mit Tod, mit Weiterleben. Also das ist, ich merke wirklich, dass das für die neue Generation jetzt, für die Jungen, das ist so selbstverständlich. Ja. Die müssen das sich nicht mehr so mit Trotz erarbeiten oder erstmal eine Kirche oder Dogmen ablehnen. Nein, das ist für die einfach da. Die gehen da ganz selbstverständlich damit um. Und meine Kinder haben jetzt auch keinen Trauerschock durch sowas oder einen großen Verlust erlebt. Es war eine Veränderung in der Lebenssituation. Ja, die Oma ist jetzt woanders. Mit einer wahnsinnigen Selbstverständlichkeit. Ja. Also sehr, sehr, sehr schön. Gerade in dem Alter sind die Kinder oft noch angebunden. Und das ist ganz einfach. Ja, wobei ich die Erfahrung gemacht habe, dass selbst die Generation jetzt, die so jetzt um die 20, 25, die sind und bleiben angebunden. Also die haben uns da noch was ganz Großes voraus. Das heißt ja immer, jede Generation macht Entwicklungsschritte, geht weiter und gibt es auch weiter in ihren Zellen. Und das merkt man wirklich deutlich. Also die tun sich da leichter mit dieser Verbundenheit. Ja, ja, vor allem, wenn sie den Kanal ja beibehalten. Ja, genau. Wenn sie die Anbindung nicht verlieren. Ja, ja, weil wir auch damit, wir reden es ihnen ja auch nicht aus. Ja, wir gehen ja ganz selbstverständlich damit um und lassen es da sein. Das ist das Wichtige. Ja, das ist ja das, was unsere Eltern eben noch nicht gemacht haben. Genau. Sondern die konnten damit ja überhaupt nicht umgehen mit der ganzen Geschichte. Ja. Ne? Jetzt ist natürlich auf der einen Seite die Frage, warum wird der Tod überhaupt mit so viel Traurigkeit assoziiert? Wurde die Traurigkeit in Wirklichkeit gar nicht da sein muss? Ja. Denn du hast gerade etwas Wundervolles gesagt. Und das war das, wo ich auch lange Zeit mich nicht getraut habe, darüber zu reden, als meine Partnerin damals gegangen ist. Du hast es gelesen vorhin. Im ersten Moment habe ich Freude gespürt. Ich habe mich immer gefragt, was ist das denn? Wieso ist das so? Ja. Durch unsere Verbindung hat sie mich in dem Moment in ihrer Liebe gebadet, als ich das erfahren habe. Und dadurch habe ich das gespürt. Hm. Und das ist so wunderschön. Und so soll es eigentlich auch sein, denn wir gehen nach Hause. Wir hier, die wir noch hier geblieben sind, sage ich mal nur, wir haben jetzt unseren Job zu erledigen. Und wenn dieses Schuljahr rum ist, ja, dann werden wir eben ins nächste versetzt. Und dazwischen sind halt die großen Ferien. Und die großen Ferien sind einfach unsere Zeit in der geistigen Welt. Ja. Ich glaube auch, dass in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur, dieses Sterben immer mit so etwas Traurigem verbunden ist, ist einfach das Gefühl eines nicht gelebten Lebens. Also viele Menschen haben viel erlebt, haben Events gemacht, haben sich viel gegönnt, haben sehr viel im Materialistischen gelebt, ja, oder Karriere gemacht, alles das, was in unserer Gesellschaft als erstrebenswert gilt. Und ich glaube einfach, dass das zwar auch ein Teil ist, also Erfahrungen in allen möglichen Bereichen zu machen, auch materiell durch Erlebnisse, aber nicht nur, sondern dass ein ganz wichtiger zweiter Baustein davon ist, wirklich in Kommunikation zu sein, mit allem, mit sich selber natürlich auch, mit anderen Menschen. Und ich glaube, wenn da was nicht gelebt wurde, dann kommt angesichts des Todes die große Trauer, etwas verpasst zu haben, etwas nicht getan zu haben, etwas, da sind wir wieder beim Seelenplan, der ja in der Transformationstherapie, wo ich ja auch Therapeutin bin, eine große Rolle spielt, dass wir ja hier auf Erden sind und um unseren Seelenplan zu erfüllen. Und der führt uns ja immer wieder in Situationen, in denen wir merken können, was ist unser Seelenplan? Was ist eigentlich unsere Aufgabe? Und da gehört Achtsamkeit dazu, um das auch zu erkennen. Mhm. Und ich denke, wenn Menschen einfach das immer wieder verdrängen, dann und merken am Ende ihres Lebens, ich habe ihn nicht erfüllt. Ja? Und dann zu spüren, oh, was für vertane Chance. Das ist immer wieder beim Anfang. Das Schöne bei den Büchern von der Elisabeth Kübler-Ross ist ja, dass sie auch geschrieben hat, wenn sie mit Menschen geredet hat, die kurz vor dem Sterben waren, ja, was bereust du? Und die sagen oft übereinstimmend, ich habe mir nicht oft genug ein Eis gegönnt oder ich habe mir nicht oft genug mal ein Risiko eingegangen. Ich hätte das und das besser machen können. Und ich finde diese Botschaften so, so wichtig, weil sie uns jetzt hier zeigen, hey, wach mal auf. Ja. Wo könntest du den Weg anders gehen? Was könntest du vielleicht nochmal machen? Wo könntest du ein bisschen mutiger sein? Denn wir haben nichts zu verlieren. Ja. Das ganz, ganz Wichtige finde ich, dass wir wissen, dass wir immer begleitet sind. Und dass uns eigentlich auch nichts passieren kann, was nicht in unserem Lebensplan steht. Ja.
ob ich zu Hause auf der Couch sitze und fall runter und stoße mir den Kopf so blöd, dass ich dabei sterbe, oder ich mache einen Fallschirmsprung und der geht nicht auf. Der Tag, an dem ich sterbe, ist meistens derselbe. Absolut, da bin ich fest davon überzeugt und ich glaube auch nicht, dass ein Suizidversuch zum Beispiel gelingt, wenn nicht der Tag sein soll. Also der würde dann auch ohne diesen Eingriff geht, von selber... Geht genau. schief, du wirst gefunden, du wirst wiederbelebt. Genau. Ja. Ein Suizid, ganz klar, funktioniert nur dann, wenn er auch im Plan ist. Genau, davon bin ich auch sehr überzeugt. Ja. Ich glaube auch, dass eben die Essenz des Lebens oft natürlich, also um kurz mal auszuholen, wir sind natürlich da auf der Erde, um Gefühle zu leben in alle Richtungen, ja, so viel wie möglich und zwar nicht nur die guten Gefühle, wie es in unserer westlich-materialistischen Industriegesellschaft oft so ist, nur die guten Gefühle, nein, auch die unangenehmen Gefühle wie Angst, Trauer, die ganze Achterbahn, die ganze Palette. Und je mehr mit Gefühlen ich konfrontiert wurde, je mehr Gefühle ich für mich erkannt habe, aufgelöst habe, damit gut umzugehen. Auflösen heißt ja nicht, die Gefühle wegmachen, sondern einfach einen anderen Umgang damit zu lernen. Umso erfüllter ist ein Leben. Und wenn man heute fragt, was ist ein erfülltes Leben, weil du vorhin davon, was Sterbende sozusagen dann am Sterbebett bereuen, dann sind es natürlich, können die großen Events sein, ich hätte mal mehr reisen sollen, kann mit ein Baustein sein. Ja? Aber ich bin davon überzeugt, dass die Hauptessenz des Lebens die wahrhaftigen Dinge sind, die, die unsere Gefühle am meisten berühren. Und das kann natürlich die große Reise sein, das kann aber auch ein richtig gutes Gespräch, ganz simpel auf der Couch mit deinem Nachbarn sein oder mit deinem nahestehenden Familienmitglied, mit einem guten Freund. Also diese wirkliche, wahrhaftige Begegnung, die in dir wirklich ein so, wow, so ein erfüllendes Gefühl auslöst. Und das sind ja genau die Punkte, die du gerade ansprichst, das finde ich wundervoll, die, wenn wir unseren Lebensplan, wenn wir drüben sind, sehen, die uns da gezeigt werden, die wahrhaftigen Punkte, nicht den Kram, wo ich der Kirche 1000 Euro gespendet habe, genau, interessiert überhaupt keinen drüben. Ja. Den drüben interessiert es, oder mich selber, es ist ja meine Seele, interessiert es, wenn ich zurückkomme, wo war ich liebevoll? Mhm. Und das kann wirklich dieser ganz kleine Moment gewesen sein, wo ich einem Menschen Liebe geschenkt habe. Und wenn es nur in einem Bruchteil einer Sekunde in der Bahn ist, dass ich jemand angelächelt habe, bis zu eben dem berühmten, die Dame über die Straße bringen und gibt es ja tausend Beispiele von. Mhm. Diese wahrhaftigen Momente, das sind die Momente, die wir uns hinterher anschauen. Aber auch die wahrhaftigen Momente, die nicht so gut waren, wo wir eben nicht in der Liebe gelebt haben, da gucken wir uns dann an, jo, das darf ich besser machen. Genau. Und wir Menschen sind ja auch soziale Wesen. Ja? Also man merkt ja immer wieder, großes Thema, immer und überall unter Menschen, ich bin alleine, ich habe keinen Kontakt und so weiter. Da geht es ja nicht nur darum, dass man jetzt alleine an sich als Individuum lebt, weil damit kann man sich ja heutzutage auch gut beschäftigen und keiner ist ja wirklich einsam. Sondern ich glaube, die Trauer, die hinter dem Alleinsein und dieser Einsamkeit liegt, die Trauer ist einfach, dem anderen nicht das in Austausch gehen zu können, Resonanz gehen zu können. Das ist die eigentliche Trauer. Ja, diese wahrhaftige Begegnung zwischen mehreren und zwei Menschen. Und ich glaube, dass da das größte Glück auf Erden liegt und dass wir da auch am meisten dran wachsen können, in dieser sozusagen in dieser Begegnung. Und ob die jetzt dann auf der Luxusinsel stattfindet oder ganz simpel daheim auf der grünen Wiese, das spielt eigentlich eine nebensächliche Rolle. Interessiert kein Mensch hinterher. Ja, genau, darum geht's. Kein Wesen muss mehr sein, interessiert kein Wesen hinterher mehr. Ja, genau, genau. Und meine Mutter hat zum Beispiel dann noch einen Abschiedsbrief geschrieben zum Schluss. Ja. Und da hat sie dann auch gemeint, das waren eigentlich, so verrückt wie es klingt, es waren ihre schönsten 2 Jahre, weil wir eben uns so viel Zeit miteinander genommen haben. Und sie hat dann nochmal so für sich gesagt, sie hatte ja nur, die Generation durfte sich ja auch nicht viel gönnen, ja, viel Freude. Das war ja alles ein bisschen verpönt, sich zu freuen und einfach in Leichtigkeit zu sein. Das hat natürlich kriegsgeschichtliche Gründe gehabt und so weiter. Und meine Mutter meinte einfach, dieses Alibi durch die Krankheit, dann endlich mal sich freuen zu dürfen und einfach auch mal nicht nur durch Funktionieren und Fleiß sozusagen sich etwas zu verdienen, sondern nur durch Sein, hat ihr unglaublich gut getan. Und zu sagen, wow, das war, das hat sich gelohnt, ja. Und das, was ich eigentlich an Botschaft auch rüberbringen möchte jetzt in diesem Gespräch, ist, es braucht dazu keine Krankheit. Also warum erst warten, bis der Tod vor der Tür steht oder bis irgendeine Krankheit einem das Alibi verschafft, einfach mal tabulos miteinander zu reden? Warum nicht gleich jetzt damit beginnen? Jetzt sofort mit deinem Kind, mit deinen Nachbarn, mit deinem Partner,
redet, nutzt eure Sinnesorgane. Ja? Wir können uns anschauen, wir können die Sprache verwenden. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und ich glaube, das alles, wo wir mit anderen in Kommunikation treten können, wo wir unsere Gefühle anregen, wo wir unsere Herzen berühren, das ist der wahre Wert im Leben. Vielleicht geben wir noch ein praktisches Beispiel dazu. Ja, sehr gerne. Nehmen wir mal den Punkt, einer sagt mir jetzt was. Ne? Sag mal, du paulst mich jetzt an. Ne? Mhm. Dann kann ich zurückpaulen. Das ist aber nicht so nett, sondern wenn ich dann wirklich bei mir bleibe und sage, Jeanette, das, was du mir gerade gesagt hast, das hat mir hier ein bisschen wehgetan und mein Gefühl ist gerade so, möchtest du das nochmal wiederholen oder warum hast du mir das so gesagt? Wolltest du mich verletzen? Da sind wir ja schon bei der Transformationstherapie. Bitte, ja. Genau, und da geht es ja auch darum immer, dass man sozusagen... Der Robert Beetz benutzt ja auch den Begriff Arschengel, den ich jetzt hier mal gebrauche, ne? Sodass es passiert dir nichts umsonst sozusagen. Der andere holt immer in dir etwas hervor, ist sozusagen dein Arsch, weil er dich antriggert und ist gleichzeitig dein Engel, weil er dir dein Thema nennt. Genau. Ja? Und wenn du in Kommunikation mit jemand, wenn der dir was sagt, was dich nicht betrifft oder was nichts in dir erhebt, dann wirst du dich auch nicht angegriffen fühlen, dann überhörst du das fast. Ja? Aber in dem Moment, wo der ein Thema bei dir trifft, dann lohnt es sich einfach erstmal zu sagen, boah, das hat mich jetzt getroffen. Und dann erstmal sich auch zurückzuziehen und nicht gleich in die Abwehr zu gehen oder in Resonanz zu gehen, sondern einfach zurückzuziehen und sagen, was hat das jetzt mit mir zu tun? Was war jetzt eigentlich das Thema, was mich da ausgelöst hat? Was hat mich angetriggert? Ja, was ist es? Und da komme ich mir dann ganz schnell selber auf die Spur und merke dann, aha, also das ist jetzt vielleicht, dass ich mich jetzt nicht... wertvoll gefühlt habe oder nicht respektiert gefühlt habe oder nicht gehört gefühlt hat, das wollte der andere gar nicht auslösen. Ja, das war gar nicht sein Ansinnen. Aber das, was mein Thema ist, das wird bei mir hervorgeholt. Ja. Und ich finde, eine gesunde Kommunikation ist auch nicht gleich zurückzuschießen, sondern erstmal zu gucken, was hat es mit mir zu tun, wo ist mein Anteil und wie kann ich das für mich klären? Da kommt man natürlich dann, das würde jetzt zu weit führen, in das Thema des Fühlen, des Gefühls, was da in dir ist und so weiter, durchfühlen nochmal, weil es ist immer das Kleine in dir, das kleine Mädchen, der kleine Junge, der da im Erwachsenen wirkt. Und wenn man das dann für sich angeschaut hat, dann kann man auch wieder nach einer Zeit in die wahrhaftige Kommunikation, in Dialog mit dem treten, der dich angetriggert hat und dann die ganze Wut, der ganze, alles, was da im ersten Moment an Impuls Verlust sozusagen, mir nicht mehr da war, rauslassen und dann wieder sagen, danke. Also du hast mir da was gesagt, das hat mich im ersten Moment geschockt, aber danke, dass du es gesagt hast, dadurch konnte ich auf die Art und Weise da und da was dahinter erkennen. Kommen. Genau, was erkennen. Ja? Genau, ja. Wunderbar. Der Punkt ist halt dieser Moment, wo wir angetriggert sind, wo eventuell sogar Adrenalin ausgestoßen wird, ihn zu erkennen, als das, was er ist, eine Chance. Und nicht als Angriff und wo ich mich wehren muss. Da können wir jetzt ja wieder zurückkommen zum Thema Sterben. Ja? In dem Moment sozusagen, deswegen kommt ja auch diese, ich möchte es mal sagen, verlogene Kommunikation zustande zwischen Menschen, wo klar ist, das Leben geht zu Ende. Ja? Das ist ja auch etwas, was antriggert. Wenn man jetzt jemand sagt, ich habe eine schlimme Diagnose bekommen, ich habe nicht mehr lange zu leben. Ich meine, der teilt ja dem anderen nur was mit. Ja. Und dennoch fühlt sich der andere unangenehm berührt. Womit? Mit seiner eigenen Angst vorm Sterben. Klar. Also in dem Moment, ja, der will der zurückweichen und denkt, oh, will ich nichts damit zu tun haben und so weiter. Und wenn man dann gut reflektiert, denke ich, wow, ja, das macht mir jetzt richtig Angst. Ich spüre die eigene Angst, die in mir hochkommt. Mein Leben könnte morgen früh zu Ende sein. Oh Gott, bin ich überhaupt bereit dazu? Was macht es mit mir? Also da geht ein ganzes Gedankenkarussell dann los. Und wenn man sich dem mal bewusst ist, ja, warum man eigentlich dem ausweicht, da beginnt es. Da beginnt wahrhaftige Kommunikation. Ganz wichtig. Ja, und wie gesagt, da gehört Mut dazu. Mut dazu, sich seinen Themen zu stellen. Das gilt für alle Lebensbereiche. Aber eben der letzte Moment im Leben, wenn wir wissen, wir haben nur noch begrenzt Zeit, dann ist es für viele die Schwelle, der Auslöser, sagen wir mal, über ihre Angst drüber zu gehen oder auch nicht. Für viele auch nicht. Und diese letzte Chance nochmal zu nutzen. Genau, diese letzte Chance zu nutzen. Darum geht's, ja. Tja, liebe Jeanette, wow, muss ich nur sagen. Ein Feuerwerk von Informationen. Und trotzdem möchte ich dir die Frage jetzt nochmal stellen. Sehr gerne. Hast du noch so eine richtige Herzensbotschaft für uns,
die du uns mit auf den Weg geben willst. Ja, also ich hatte die schon mal zwischendrin erwähnt. Ja, ich habe es mitgekriegt. Die größte Herzensbotschaft ist für mich, dass die Menschen einfach nicht warten, bis sie ein Alibi bekommen oder eine Notlage, kann man auch sagen, bekommen, um wahrhaftig miteinander zu reden, sondern dass sie jetzt sofort, nachdem ihr das gehört habt, rausgeht oder rübergeht ins Zimmer, in den nächsten Raum, wo ihr den Menschen begegnet, die euch wichtig sind, und wirklich ins Gespräch tretet. Das kann ganz einfach sein. Einfach mal sagen, schön, dass du da bist. Boah, also dieser Abend, ich habe da gerade jetzt was gehört über Leben, Tod, Sterben, Weiterleben. Es hat mich so berührt. Danke, dass du jetzt da bist und ich das jetzt mit dir teilen kann, zum Beispiel. So ein kleiner Beginn. Oder wer jetzt mit Worten nicht so gewandt ist oder da auch noch nicht so mutig ist, der kann auch erstmal beginnen, dem Partner oder der Partnerin oder dem Menschen, der einem wichtig ist, in die Augen zu schauen. Einfach mal Ruhe, Anschauen, Berührung ist auch schon eine Form der Kommunikation. Wie oft schauen wir einfach weg, schauen uns nicht an? Also das ist meine Herzensbotschaft. Wartet nicht, bis es zu spät ist. Beginnt jetzt sofort damit. So direkt und aus dem Herzen heraus so wie möglich. Und ich begleite total gerne Menschen, auch in meiner Therapie, immer wieder konkret, klar und direkt wie möglich zu kommunizieren. Weil viele, viele Situationen im Leben, Befindlichkeiten, Verständnisprobleme entstehen daraus, dass wir nicht klar und nicht wahrhaftig kommunizieren. Also es ist mir ein großes Herzensbedürfnis. Und wenn nur ein Mensch, der jetzt zuhört, sich das annimmt, dann hat eigentlich dieses Gespräch schon sein Ziel erreicht. Dann hat sich unsere Mühe gelohnt. Hat sich schon gelohnt, ja, genau. So sehe ich das auch, genau. Weil Kommunikation ist eine Kettenreaktion. Und wenn wir, das hatte ich eingangs gesagt, wo kommuniziere ich selber, wo kann ich selber ansetzen, gut zu kommunizieren, wenn ich damit beginne, zieht es andere nach. Weil alles, was Herzen berührt, geht ganz schnell. Also die Transformationszeit trägt dazu bei, wir sind alle miteinander verbunden. Und die Menschen, die zueinander finden wollen oder die sich öffnen wollen, wenn man einmal beginnt, ist es wie so eine Kettenreaktion. Dann kommt eins zum anderen. Ja. Also es ist mir ein großes Herzensbedürfnis. Redet miteinander mit all euren Sinnesorganen, dazu sind sie da. Ja. Ja. Jeanette, hab ganz herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst, dass du uns an deinem Leben hast teilhaben lassen. Und an deinen Themen, mit denen wir jetzt so wunderbar in Berührung gekommen sind. Danke. Ihr Lieben, wir wünschen euch von hier aus jetzt, ihr kennt das schon, alles Liebe.